Servus bei der Hamm in Bayern. Jetzt geht's wieder los, die Biergartensaison ist eröffnet. Und da kann man natürlich auch wieder zum Picknicken gehen, gell? Und dafür habe ich heute wirklich ein super Rezept für euch. Und zwar Erdäpfelkäse. Heißt zwar so, ist aber kein Käse drin, für alle, die keinen Käse mögen. So wie ich. Ja, Erdäpfelkäse, was ist jetzt das genau? Was ganz was Spezielles einfach. Und das schmeckt wirklich saugut. Ich setze es einfach aufs Brot oder auf Brezen. Und das Ganze, das besteht ja zum größten Teil eigentlich aus Erdäpfel. Also Kartoffeln, ja, und Schmand. Das Rezept ist so wie von der Johanna aus Osterhofen. Das liegt in Niederbayern. Und die haben das da eigentlich schon ewig. Also die kennt das gar nicht anders. Und ich hab's eigentlich auch noch nie woanders gesehen. Was schade ist, weil es wirklich saugut schmeckt. Und das Ganze, das braucht's dafür. 500 Gramm Erdäpfel. Und ganz wichtig ist, nehmt's mittelfest kochende und keine festkochenden. Sagt man das so? Dann brauchen wir einen Schmand, 200 Gramm. Ein Bund Schnittlauch, Salz und Pfeffer und Lauchzwiebeln. Zuerst müssen wir die Erdäpfel schälen, dann klar machen und dann kochen. Also das Rezept kommt wie gesagt aus Niederbayern, da kennt man das wirklich schon ewig. Und noch länger haben wir die Erdäpfel in meiner Heimat, und zwar in der Oberpfalz und in Oberfranken. Ja, und da hat es wirklich im 17. Jahrhundert die ersten Kartoffelfelder überhaupt in Deutschland gegeben. So, die Erdäpfel, die sind jetzt in so kleine Würfel geschnitten und die kommen jetzt in den Topf rein. Macht wenig Wasser rein, die sollen wirklich nicht schwimmen, sondern bloß so ganz leicht ja, bedeckt, also sie sollen nicht nur rausschauen. Die Kartoffeln, die lasst ihr so 20-30 Minuten kochen, seht ihr dann, wenn sie weich sind, dann sind sie perfekt. Schaut immer mal wieder, dass noch genug Wasser drin ist, dass euch nicht ausbrennt. Und notfalls damit halt einfach nur ein bisschen Wasser nachschütten. In der Zwischenzeit, wo jetzt die Kartoffeln kochen, dann nehmen wir die Lauchzwiebeln und einen Schnittlauch und schneiden das Ganze schick klar. Ja, super. Ja, jetzt sind sie schon weich. Gut, dann können wir es jetzt quasi abschütten. So, und jetzt kommt der Fitnessteil. Das Ganze wird jetzt so lange zusammenstampfen, bis keine Stückel mehr übrig sind. Gut, das war's schon. Jetzt tun wir einen Schmand dazu. Zack, so. Das verrühren wir jetzt gescheit. So, und dazu tun wir jetzt gleich die Lauchzwiebel mit rein. So, und das ist natürlich nur ein gutes Geschmackel gekriegt, braucht man natürlich Salz und Pfeffer. Darf nicht fehlen. Falls ihr könnt wirklich was reinhauen. Und dazwischen natürlich immer mal wieder abschmecken. Jetzt passt's. So, und das gut ausschaut, mit Schnittlauch garnieren. So. Boah. Servus bei der Hamm in Bayern. Jetzt geht's wieder los, die Biergartensaison ist eröffnet. Und da kann man natürlich auch wieder zum Picknicken gehen, gell? Und dafür habe ich heute wirklich ein super Rezept für euch, und zwar Erdäpfelkäse. Heißt zwar so, ist aber kein Käse drin, für alle, die keinen Käse mögen. So wie ich. Ja, Erdäpfelkäse, was ist jetzt das genau? Was ganz was Spezielles einfach. Und das schmeckt wirklich saugut. Ich setze es einfach aufs Brot oder auf Brezen. Und das Ganze, das besteht
Ja, zum größten Teil eigentlich aus Erdäpfel. Also Kartoffel, ja, und Schmand. Das Rezept ist aber von der Johanna aus Osterhofen. Das liegt in Niederbayern. Und die haben das da eigentlich schon ewig. Also die kennt das gar nicht anders. Und ich hab's eigentlich auch noch nie woanders gesehen. Was schade ist, weil es wirklich saugut schmeckt. Und das Ganze, das braucht's dafür. 500 Gramm Erdäpfel. Und ganz wichtig ist, nehmt mittelfest kochende und keine festkochenden.